Ja, schöne Grüße nach Hause aus dem nördlichen Norwegen. Nach einem katastrophalen Start, in dem wir in den ersten 10 Minuten gar nicht gewusst haben, was uns passiert. Mit einer Mannschaft, die leider Gottes alles vergessen hat lassen, was wir uns vorgenommen hatten. Mit einem Rückstand von 7 bis 8 Toren haben wir uns reingekämpft. Und der Kampf war nötig. Aber es ist auch eine Stärke dieser Mannschaft, nie aufzugeben und alles immer reinzuwerfen, sodass wir in der zweiten Halbzeit dann das Ding gedreht haben, teilweise sogar mit 2, 3 Toren vorne waren. Und letztendlich, denke ich, können beide Mannschaften mit dem Unentschieden gut leben. Und wenn wir ins Final Four wollen, liebe Fans, Halle voll, wir müssen zu Hause gewinnen und dann wollen wir nach Graz. Und sollten wir das zu Hause nicht schaffen, dann haben wir es auch nicht verdient. Das Unentschieden hier ist ein super Ergebnis, aber zu Hause brauchen wir jetzt unbedingt einen Sieg und da brauchen wir eure Hilfe.